Kann man von seinen Bildern lernen fürs Leben? Klar, kann man. Jetzt in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Mein Name ist Karin, ich bin hochsensibel und süchtig, das liegt Gott sei Dank getrommelt. Also meine aktive Sucht liegt Gott sei Dank getrommelt. Und auf meinem Kanal geht es um intuitives, heilsames Malen für den Alltag, für mehr Leichtigkeit, ja, im Leben, im Alltag, andersherum, für mehr Leichtigkeit im Alltag. Und meine Methoden sind sehr einfach. Du kannst sie jederzeit im Alltag, also im täglichen Abläufen mit integrieren. Und das Beste daran ist, es auch für Anfänger bestens geeignet. Ja, und hier sind wir schon mitten hier im Prozess, im Malprozess. Also meine Empfehlung jetzt für dieses Bild oder für deine nächsten Stunden, ja, vielleicht auch Tage, ne? Je nachdem, eine große Leinwand gerne auch gebraucht. Du kannst natürlich auch eine kleinere Leinwand nehmen. Dann Acrylfarben, paar so Schälchen, gerne altes Plastik, wo du dann auch Farben, die Acrylfarben mit Wasser vermischen kannst. Und das heutige Thema ist ja, kann ich von meinen Bildern lernen? Auf jeden Fall, ja. Das ist jetzt ja auch eine gebrauchte Leinwand. Gerade die abstrakte Malerei oder das abstrakte Fach oder eben dieses Malen von abstrakten Bildern ist ja wie das Leben selbst. Ja? Es ist Versuch und Irrtum. Ich gehe ein paar Schritte vor, ich gehe wieder einige Schritte zurück. Dann wird mir bewusst, oh je, das geht ja gar nicht. Ne? Dann probiere ich Farben miteinander aus, fühl rein, ja, passt es mit den Farben, fühle ich mich in dem Bild noch wohl, ja, und klar, und das kann ich immer wieder ganz, ganz toll auf das Leben ummünzen, das Leben ist nicht anders, ja, und von daher habe ich viel, viel gelernt während meines Malens abstrakt, also in Acrylfarben. Und du kannst, ich habe überhaupt keine Regeln, es ist ja intuitives Malen, bedeutet ja auch, dass es keine Regeln gibt, ja. Es gibt keine Grenzen, ich bin frei, ich kann mal reinfühlen, ich kann üben, ich darf mir Fehler erlauben. Ja, ich mache Fehler, bewusst. Und je öfterst du malst, also intuitiv malst, umso mutiger wirst du im Alltag. Weil du weißt ja, was soll mir denn groß passieren? Ach so, ja, ich schwätze und schwätze und schwätze. Natürlich entstehen meine Bilder nicht an einem Abend, nicht an einem Tag. Und wenn die trocknen, dann gehe ich auch gerne mal in komplett entgegengesetztes Fach, wie jetzt da jetzt mal. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, und hier sieht man, hier wird eine komplett noch andere Farbe jetzt aufgetragen. Ja, mir hat dieses ganze bunte Gelb-Rot hat mir irgendwann nicht mehr gefallen. Und mir war ein bisschen nach blauer Farbe zumute. Und das Schöne am abstrakten Malen in Acryl, du hast jederzeit die Möglichkeit, das Bild zu überpinseln, ja. Also lass den Pinsel über die Leinwand gleiten. Gleite und spiele dahin. Es ist ja auch ein Spielen. Ja, hier sieht man, hier wird die Acrylfarbe oftmals direkt auf der Leinwand aufgetragen. Und mit der Palette gleite ich so
gesehen über die Leinwand. Ist doch herrlich. Unglaublich befreiend. Also nach so einer Session geht's mir saugut. Ach ja, das ist Krakelierlack. Da entstehen, wenn man den aufträgt, entstehen diese Risse auf der Leinwand. Muss natürlich trocknen, das heißt wieder stets eine ganze Nacht im Atelier und trocknet da so vor sich hin. Und am nächsten Tag überlege ich mir, mal gucken, wie es weitergeht. Und ich arbeite eben gern direkt auf der Leinwand, das heißt, die Farben werden direkt auf der Leinwand gemischt manchmal und aufgetragen. Und hier wieder mit der Spachtel. Die Spachtel gleitet über die Leinwand. Ja, und für die ganz Mutigen unter euch, fragt einfach mal die Leinwand, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, wie es mit dem Bild weitergeht, wie die nächsten Schritte sind. Und achtet dann mal darauf, was so passiert. Also ich mache das immer wieder und bin total erstaunt, was da dann so dabei rumkommt. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitives Malen. Und wenn du eine Frage hast oder ja, und vielleicht einen Themenwunsch hast, dann einfach schreib mir im Kommentar und ich beantworte dann auch deine Fragen sofort. Viel Spaß. Tschüss.